Moin zusammen und hier ist wieder Frank von Franks Modellbahn. Gestern hatte ich ja Besuch von dem Modellbahn-Trucker, dem Markus, und wir hatten einen wunderschönen Spielnachmittag. Daher gab es ja auch das Video unter der Rubrik Fahren und Spielen. Aber heute wird mal wieder ein bisschen gearbeitet. Was habe ich vor? Es geht um diese schöne Diesellokomotive. Märklin 3081 in Ozeanblau-Beige. Früher hieß es auch mal Türkis-Elfenbein, aber da streiten sich die Gelehrten. Sei es drum. Die Lok wird jetzt ins digitale Zeitalter überführt. Und weil es so schön ist, kriegt sie also nicht nur einen neuen Hochleistungsantrieb, 60944. Ich habe ihr auch ein Sounddecoder spendiert. Den MSD3 von Märklin mit Diesel-Sound bereits vorinstalliert. 60976. Da ich aber mit dem Diesel-Sound nicht einverstanden bin, habe ich die Möglichkeit, ein Soundprojekt aufzuspielen. Das mache ich hier mit dem Märklin-Programmer. Den habe ich mir seinerzeit mal besorgt. Da kann ich alle Decoder entsprechend programmieren und bei den Sounddecodern entsprechende Soundprojekte aufspielen. Dieser Programmer hier von Märklin hat die Artikelnummer 60971. Ja, das ist das, was ich mir mal für heute vorgenommen habe. Ich hoffe, ihr bleibt dran und habt Spaß. Ich melde mich dann später. Bis dahin erst einmal. Okay, dann wollen wir es mal angehen lassen. In erster Instanz wird jetzt erstmal das Gehäuse abgeschraubt. Ja, dazu müssen wir hier unten die Befestigungsschraube lösen. Ein kleines Verkleidungsblech ist hier noch mit bei. Das legen wir auch an die Seite. Das brauchen wir es mal nicht. So, und schon haben wir den Hobel in der Hand. Am Gehäuse selber mache ich nichts. Ich werde auch die vorhandenen Lichtleiter weiterverwenden. Das bleibt alles im Prinzip unverändert. Ja, ich hatte ja in einem kurzen Vorstellungsvideo schon mal gezeigt, wie die Lok funktionierte. Sie fährt einwandfrei im Analogbetrieb, macht auch einen super sauberen Eindruck. Und als erstes werden wir jetzt erst einmal die Lok zerlegen, sprich die alten Elemente bauen wir aus. Wir fangen also erstmal an, dass wir die Glühbirnen rausschrauben, die brauche ich nicht mehr. Hier möchte ich LEDs verwenden. Wie gesagt, das
Drehgestell, das Antriebsdrehgestell muss gereinigt werden. Das ist, dreht sich zwar, aber sehr schwergängig. Ihr seht es auch hier. Da rollt nichts. Das werden wir jetzt ändern, indem wir jetzt das Ganze hier erstmal in SR24 einlegen. Das Laufdrehgestell habe ich auch zwischenzeitlich kurz abgebaut. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach mal ein bisschen einwirken und wir sehen uns gleich wieder. Nur mal so zwischendurch. Das ist der alte Schleifer. Der hat schon einige Kilometer hinter sich. Der ist komplett abgerieben. Und hier der neue Schleifer. Also wollte damit eigentlich nur sagen, es lohnt sich schon von Zeit zu Zeit mal seine Lokomotiven zu kontrollieren, wie die Schleifer aussehen. Unter anderem natürlich nur, ne? Aber hier lohnt sich der Austausch auf jeden Fall, ne? Das ist ja etwas, was ich auch generell bei allen Umbauten mache. Der Schleifer wird bei mir pauschal mit ausgetauscht. Okay, Leute, jetzt geht's mit dem Einbau des Hochleistungsantriebs weiter. Das Antriebsdrehgestell ist gereinigt, neue Haftreifen sind aufgezogen, Zahnräder sind auch schon soweit mal geschmiert. Und jetzt werde ich als nächstes den Permanentmagneten einsetzen. So, passt, wackelt und hat Luft. So, Zahnkranz kriegt hier noch einen Tropfen Öl. Entschuldigung, ich soll es vielleicht in die Kamera halten. So, und dann setze ich den Rotor hier ein. Bei dem 60944 sind zwei Anker dabei mitgeliefert. Einmal mit 7 und einmal mit 8 Zähnen. Wenn ich mich nicht verzählt hatte, waren es 7 Zähne für die V200. So, dann gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Drehen tut er auch. Also sitzt er jetzt schon mal richtig. So, jetzt müssen wir gucken. Hier ist ein ganzes Sammelsurium an Schrauben mitgeliefert worden. Da muss ich mal schauen, welche das jetzt ist. Das jetzt heißt es, probieren geht über studieren, aber das ist eigentlich alles kein Thema, sollten wir hinkriegen. Ah, der rutscht schon mal durch. Ich glaube, der ist es nicht. Das ist die dickere Schraube. Ist er das doch? Probieren geht über studieren. Ne, der packt nicht. Ich muss mir doch mal die alten Schrauben angucken. Ich bin gleich wieder zurück. So, Problem gelöst. Was heißt Problem? Es waren die kleinen, die dicken Schrauben, die hier rein mussten. Die anderen beiden mitgelieferten kommen in die Ersatzteilkiste, die waren zu dünn. So, er dreht, jetzt nicht vergessen, Kohlebürsten einsetzen. Das sind auch so Kleinigkeiten, die gern mal schnell vergessen werden. Dann wundert man sich, dass das Fahrzeug nicht fährt. Fängt schon wieder an zu schimpfen und was ist da los und miese Qualität und hast du nicht gesehen. Und deswegen, das sind immer so die Kleinigkeiten. Für diejenigen unter euch, die vielleicht noch etwas ungeübt sind und so am Anfang stehen, da kann man sich auch eine Checkliste machen, wenn man möchte, um so sicherzugehen, dass man keinen Arbeitsschritt vergessen hat. Wenn man nachher das öfter gemacht hat, dann hat man das nachher im Kopf.
und weiß ungefähr, was zu tun ist. So. Als nächstes kommen dann die Entstördrosseln dran. So. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Philosophien. Es gibt einige, die löten die Entstördrosseln direkt an den Decoder. Andere, und dazu gehöre ich auch, ich löte die eigentlich immer hier direkt an den HLA an. Und ja, ich sag's mal so, das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Na, wie sagt der Franzose, chacun a son goût. So, unter der Meinung bin ich hier jetzt auch, das mache ich jetzt einfach mal. So, ein bisschen einkürzen. Den Lötkolben wieder vorheizen. Der geht immer in den sogenannten Standby. Und ja, verharrt dann erst einmal auf einer Abkühltemperatur auf 180 Grad. Okay, Labornetzteil ist angeschlossen und wir geben mal ein bisschen Dampf. So, laut Anzeige 2,9 Volt und 100 Milli. Hört sich gut an. Na, und hier so, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Nee, wahrscheinlich nicht, ist zu dunkel. Der Rotor dreht mit auf jeden Fall. Gut, einmal nochmal umklemmen. Andere Richtung. Dreht genauso. Wunderbar. Hört sich gut an. Ich bin zufrieden. Gut. Dann geht's jetzt weiter mit dem Umbau. Okay, wir sind wieder ein kleines Stückchen weitergekommen und ich möchte noch ein paar Worte zur Beleuchtung verlieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich möchte hier gut zu erkennen die alten vorhandenen Lichtleiter weiterverwenden. Rot-Weiß-Lichtumschaltung kommt für mich nicht in Frage und von daher habe ich mich entschieden, erst einmal die alten Fassungen vorsichtig auszubohren. Das habe ich gemacht. Dann habe ich hier Isolierband geklebt und verwende hier 2 mm Tower LED. Da habe ich jeweils noch einen 2,2 Kiloohm Vorwiderstand vorgeschaltet. Habe jetzt kontrolliert, dass es mit dem Gehäuse passt. Das tut es. Die LEDs funktionieren. Und ja, das Ganze mit Heißkleber fixiert, habe ich schon gesagt. Ich werde manchmal wirklich dödelig. Und dann geht es jetzt im nächsten Schritt weiter und wir fangen mal an, den Decoder einzubauen. So, die Verdrahtung ist abgeschlossen. Und hier könnt ihr mal sehen, wie ich das jetzt hier insgesamt gelöst habe. Ist jetzt nichts Exotisches oder sowas, aber ich habe in den letzten Jahren, hätte ich jetzt fast gesagt, in der letzten Zeit, wo ich dann immer mehr Lokomotiven digitalisiert habe, verstärkt darauf geachtet, möglichst jetzt auch sauber und ordentlich zu arbeiten, also eine saubere Kabelverlegung im Fahrzeug hinzubekommen.
Und ich denke mir mal, ihr seht es selber, das ist mir hier ganz gut gelungen. Na, vorne orange-grau für Licht vorne, hinten orange-gelb Licht hinten. Orange ist dabei U+. Ja, grün und blau für die Motoranschlüsse. Ihr seht, es ist ein Märklin-Decoder, also wird auch nach den Märklin-Farben gearbeitet. Schleifer habe ich angeschlossen. Und das schöne Sound-Decoder von Märklin ist, dass der Lautsprecher steckbar ist. Das macht es irgendwie doch recht komfortabel. Gefällt mir recht gut. Beim MSD3 werden zwei Lautsprecher mitgeliefert. Den großen, den seht ihr hier. Und dann gibt es noch einen kleineren. Ich mache das mal so, dann kann man es besser erkennen. Ich habe hier Platz, Gott sei Dank, für den großen gefunden. Das gefällt mir äußerst gut. Und ihr seht, die Lok ist so groß. Hier kann ich also locker noch, wenn es denn erforderlich sein sollte, einen Pufferkondensator einbringen. Aber ich denke mal, das können wir uns erstmal sparen. Ja, ich werde jetzt hier noch den V200 Sound drauf spielen, das Soundprojekt von Märklin, mit Hilfe des Programmers. Ja, und dann geht's aufs Gleis und dann melde ich mich wieder. Bis dahin erst einmal. Da steht sie. Die 220 in Ozeanblau-Beige. Jetzt im digitalen Zeitalter angekommen. Tests wurden schon gemacht. Alles zufriedenstellend. Ich möchte euch einmal kurz zeigen, was ich jetzt im Einzelnen gemacht habe. Also, Dreilichtspitzensignal kann man, denke ich, auch bei Tageslicht jetzt hier auf dem Video gut erkennen. Die LEDs tun ihren Dienst wunderbar. Ansonsten, was Funktionalität angeht, ist eigentlich nur noch der Rangiergang zugeschaltet, sprich Doppel-A-Licht. Weitere Funktionen in dem Sinne hat dieser Decoder nicht. Aber es ist ein Sounddecoder. Und ich habe jetzt mit dem Märklin-Programmer das V200-Projekt draufgespielt. Und ja, das hört sich dann erst einmal so an, wenn wir die Maschine mal anschmeißen. Ja, das hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Vielleicht kommt es hier im Video immer noch recht laut rüber. Ich habe aber die Lautstärke deutlich reduziert, weil standardmäßig steht der auf den Maximalwert, der hier mit 255 angegeben ist. Den habe ich also um mehr als die Hälfte reduziert und es ist immer noch ordentlich Spektakel. Ja, und dann wollen wir doch mal die Lok ihren Dienst antreten lassen. Sie soll nämlich einen Schnellzug ziehen und dazu setzt sie sich jetzt erstmal direkt davor. Also ihr seht, die Fahreigenschaften sind sehr zufriedenstellend.
Bis jetzt gab es noch keinen Aussetzer, es sei denn, wir haben gleich wieder einen Vorführeffekt. Das weiß man allerdings nie. Wollen wir mal schauen. Okay, und dann soll's auch losgehen. Zum Vergleich einmal mit abgeschaltetem Sound. Der Motor läuft sehr leise, sehr ruhig, einfach klasse. Ja, und so kann ich auch dieser Lok zurufen: Herzlich willkommen in meiner digitalen Welt. Mögest du viele schöne Stunden bereiten und zuverlässig deinen Dienst tun. Ja, ich bin rundum zufrieden und ich muss auch sagen, der Sounddecoder von Märklin, so schlecht ist er nicht. Ich meine jetzt weniger den Decoder als vielmehr den Sound. Ja, ESU hat bessere Sounds, aber mittlerweile muss die gute alte Tante M sich auch nicht mehr verstecken. Da gibt es durchaus einige Soundprojekte, die sich sehen bzw. hören lassen können, ist meine Meinung. Außerdem ist auch immer der Preis ein Thema, das ich zumindest berücksichtigen muss. Ich denke, den meisten von euch wird es ähnlich gehen. Der Märklin Sound Decoder ist doch um einiges günstiger als der von ESU. Ich kriege also für rund 80 Euro hier den kompletten Sounddecoder mit Platine, mit Halteplatte. Bei ESU muss ich das alles noch extra kaufen. Da bin ich also dann deutlich über 100 Euro los. Kann jetzt jeder sehen, wie er will. Ich habe natürlich auch ein paar Loks mit dem ESU-Decoder ausgestattet, mit dem ESU-Lok-Sound. Aber nichtsdestotrotz, Märklin ist okay, absolut. Kann dem nichts entgegenhalten. Ich muss sagen, ich bin damit zufrieden. Das ist im Übrigen jetzt meine zweite V200, die den MSD3 drin hat. Ich habe auch noch die alte 3021.
Und die hat den gleichen Sounddecoder, mit dem gleichen Sound, natürlich, logisch. Und ja, gefällt mir. Macht herrlichen Spektakel. Und ich muss sagen, so mal für ein Video ist das auch immer eine schöne Sache. Aber ganz ehrlich, ständig kann ich den Sound auch nicht an den Ohren haben. Also wenn ich mir vorstelle, eine Anlage und alle Loks oder mehrere Loks gleichzeitig mit Sound, ob das nur Dampf, Diesel oder E-Lok ist, sei mal dahingestellt. Ja, da ist mir das doch mal ganz recht, dass ich den Sound auch abschalten kann. Ich habe ja auch viele Loks, die einfach nur einen einfachen Lokdecoder haben. Haben hervorragende Fahreigenschaften. Ich brauche nicht immer Sound. Es ist manchmal auch schön und elegant zu sehen, wenn die Loks geradezu geräuschlos mal über die Anlage rauschen. Hat auch was. Okay, so. Auf jeden Fall kann ich einen Erfolg verbuchen für heute. Die Lok ist umgebaut, digital, sie fährt, macht Krach und was will man mehr? Alles gut. Ja, damit bin ich mal wieder am Ende meiner Sendung. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Danke für euer Interesse, für euer Zuschauen und sage Tschüss, bleibt anständig, bis zum nächsten Mal, euer Frank.